Yuri, Vulture und Electro sind erledigt. Jetzt noch vier. Hab's gesehen. Und dein Dach am Times Square ist explodiert. Hat nicht zufällig damit zu tun, oder? Dir entgeht nichts. Das war Octavius Rüstkammer. Er will mit den Superschurken Oscorp zerlegen. Vulture und Electro sollten Kraftwerke lahmlegen. Scorpion holt sich den Wasserspeicher. Rhino weiß ich noch nicht. Wohl etwas an der Küste. Das ist schon ein guter Anfang. Du gehst dir wohl Scorpion holen. Ja, die Lage in der Stadt ist schlimm genug. Ohne sauberes Wasser sind wir am Ende. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Hört sich gut an. Tja, da hast du recht. Das ist ein guter Anfang für eine neue Runde Spider-Man Remastered auf der PlayStation 5. Und damit herzlich willkommen. Letzten Part haben wir richtig fett ausgeteilt gegen Vulture und gegen Electro. Und jetzt geht's weiter hier im Kampf gegen die Gerechtigkeit. Das wollte ich dich fragen. Mir geht's gut, aber du und May seid mittendrin. Viel zu tun, aber die Leute brauchen uns. Und ich tu lieber was, als abzuwarten, bis jemand kommt und das in Ordnung bringt, weißt du? Ja, verstehe ich. Aber ihr müsst euch schützen. Maske und Handschuhe. Und macht auch mal Pause. Das gilt besonders für May. Keiner kann diese Frau zu einer Pause zwingen, wenn sie nicht will. Aber ich tu mein Bestes. Danke, Miles. Grüß May von mir. Und passt auf. So, gar nicht so richtig viel mitgekriegt, weil ich gerade abgegangen ist, aber May, es gibt sich. Ja, stimmt. Wir sind ja gerade ein bisschen hart im Trouble. Und ja, müssen sich schützen halt, ne? Aber wie gesagt, hier geht's ja generell irgendwie nicht gerade so geil. Wo ist denn hier der? Rucksack? Hallo? Hier Zentrale, haben Sie eine Position? Okay. Zentrale, eine Gruppe Zivilisten testet Gewalt gegen Friedenstruppen an. Die Redesführer werden verhaftet und befragt. In der Wand, Alter. Dieses alte Handy habe ich echt ausgeschlachtet. Was kann ich alles mit einem richtigen Budget erreichen? Stattdessen suche ich im Müll. Ja, Superheld halt, ne? Da war hier für einen schicken neuen Anzug. Der sieht auch nice aus. Ich würde gerne den haben. Ah ja, Herausforderungsmarken. Verdammt, die Active City. Ich wollte gerne offscreen machen. Die habe ich ja gar nicht gemacht. Verdammt. Naja, egal. Warte mal. Miezekatze. Kätzchen. Das nehmen wir auch gleich noch mit. Felicia glaubt, sie spielt mit mir. Warum? Aber ich erfahre bei jeder Szene etwas Neues. Okay. Ranzu? Warte mal, wo könnte die Miezekatze sein? Oben vielleicht? Dicke Taube. Okay. Unten? Nee. Hier? Nee. Irgendwann fängt es ja eher an zu blitzen, glaube ich, ne? Guck mal, hier irgendwo, ne? Auch nicht. Da aufs Dach komme ich nicht hoch. Muss das hier irgendwo sein? Ach, hier jetzt auch noch. Ach, nein. Die Katze hier, ne? Eine hübsche Katze. Alter, wie weit... Ach, hier kann ich... Kann ich ja. Muss ja eigentlich so weit gucken kann hier. Mich so weit bewegen kann. Wie sehen sie nichts, ey. Ach, guck mal da unten. Aha. Aha. Hier wohnt ein bekannter Anwalt. Sie will an die Kundenliste ran, um neue Opfer zu finden. Guck mal, er ist so dick. Ich muss leider zugeben, dass sie eine schlaue Katze ist. Welcher Anwalt ist denn das? Ist es der Anwalt, den ich denke? Hier unten Anwalt? Ich dachte, nimm es gerade da an... Dingsbums hier. An... Ja, ihr wisst schon. Der Devil. Spider-Man gesichtet. Erbitte Anweisung. Einsatz von schwerem Geschütz. Feuer eröffnen! Feuer! Hey! Wird daraus ein Roboter? Waffensystem
Ja. Gehört der nicht mal zu Marvel, oder? Gehört es? Nee. Hi. Hab ich aber schön eingesteckt, oder? Stehst du hier da so rum, oder? Tschüss. Okay, perfekt. So, dann lass uns mal zum Hauptziel. Keine Zeit verstreichen lassen hier. Hast du gedacht, wa, Freundchen? Die ganze Stadt geht vor der Hunde, Alter. Einfach crazy, ey. Die abgeht. Nur heftig, was ich gerade abgeht. Ich weiß gar nicht, was für Herausforderungen ich machen muss, welche überhaupt diese Missionen sind dafür. Drei Stück auf jeden Fall brauche ich, um diesen geilen Iron-Anzug zu kriegen. Tschüss. Nee, Feindkontrollpunkt auch nicht. Okay. Der Wasserspeicher. Aber wo ist Scorpion? Das sehe ich mir genauer an. Hallo, schwingst du hin? Hey. Wenn ich ein Söldner in einem Skorpionkostüm wäre, wo wäre ich dann? Hinter dir. Hinter dir! Ja, ginge es nach mir, wärst du tot. Aber Octavius zahlt und er will dich foltern. Das respektiere ich. Mist! Was hat er mir da gespritzt? Oha. Auf Pilze jetzt. Wow. Was zum... Ist das ein See aus Gift? Kann nicht sein. Das kann nicht real sein. Muss das Gift sein. Ich darf kein Risiko eingehen. Steigt der gerade eigentlich? Ich muss an einen höheren Ort und analysieren, was er mir gespritzt hat. Ja. Aber wenn es nur in dem Kopf ist... Ja, okay. Es ist halt schwierig. Wenn es nur in dem Kopf ist, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein, eigentlich. Sag ich mal. Oder? Ich kann ja noch da in den fallen. Hier bin ich erstmal sicher. Ich muss das Nervengift analysieren. Und ein Gegengift mischen. Einfach mal schnell so. Hat er alles dabei in seinem hautengen Scorpion Anzug. Hat es verbessert. Okay, Dreier brauche ich, habe ich nicht. Ja, genau das wollte ich machen. So, und ein Einer, sehr gut. Dann brauche ich noch den hier. Und... Dann brauche ich nämlich den hier, ganz klar. Und, aha. So nehme ich. Denn, okay. Warte mal. So. Scheiße. Okay, dann ist der hier wahrscheinlich falsch. So. Fehlt mir trotzdem einer. Wie du drehst und wendest, irgendwie ist das alles nicht so ganz geil. Wow.
Warum könnte das nicht einfach so easy peasy sein, den jetzt einfach dahin zu setzen, ne? Ja, so hatte ich es ja gehabt, ne? War der falsch. Oh, jetzt aber. Easy, Alter, first try. So, überhaupt kein Problem für mich. Halluzinogenes Nervengift. Mein Gehirn erschafft Schrecken, die mein Körper für echt hält. Aha. Schnell, ich muss ein Gegengift mischen. Zuerst brauche ich ein natürliches Steroid. Extrakt der Eclipta alba Pflanze sollte gehen. Das ESU-Gewächshaus ist in der Nähe. Wow. Hoffentlich ist jetzt Saison. Wo kann man den nehmen? Den. Da ist das Gewächshaus. Wo? Im Gewächshaus sollte ich Eclipta alba finden. Da ist sie. Oh, geil. Einfach so liegt sie da. Scheiße. Kann beides sein. Doc? What the fuck? Okay, du drehst ein bisschen ab, Bruder. Das sind nur stärker werdende Halluzinationen. Natürlich. Du stehst das durch. Doc? Sie klingen... Wie damals, bevor die neurale Schnittstelle integriert wurde? Meine Obsessionen waren immer da, aber mit der Schnittstelle wurden sie ganz meins. Ich muss das in Ordnung bringen. Sie... irgendwie. Ah, Peter. Immer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn es hoffnungslos ist. Ja. Sie ahnen ja gar nicht, wie oft ihr Optimismus mich weitermachen ließ, wenn die Lage düster wirkte. Ich werde sie vermissen. Wirklich. Tut mir leid, Doc. Tut mir so leid. Ja, ja. Es tut ihnen leid, aber sie lassen es zu. Da fragt man sich nach ihren Prioritäten. Ich meine, warum sollten sie zulassen, dass ich mich vernichte, wenn ich ihnen wichtig bin? Ich kann ihnen helfen. Das neurale Netz beeinflusst ihren Geist. Das neurale Netz, das sie miterschaffen haben. Das die Wahrheit ist, sie haben mir das angetan. Ohne ihre Hilfe hätte ich diese schrecklichen Dinge niemals getan. Warte mal. Ich hätte das erkennen müssen. Ich hätte sie nicht mit den Armen allein lassen dürfen. Viel Glück. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Bleiben Sie stark, Peter. Wie? Also, entschuldige bitte mal. Also ja, ich hab's mitentwickelt, aber trotzdem. So, nur wieder nicht. Da ist der Eclipta alba. Einfach so. Das ist so geil. Alter, was geht denn ab? Hilft kurz. Aber für ein dauerhaftes Gegengift brauche ich ein Antitoxin. Eine von Harrys Forschungsstation. Ah, ja. Ein synthetisches Atropin. Ich muss schnell dorthin. Alter, was geht denn jetzt ab? Riesige Skorpionstacheln. Traumhaft. Danke, Gehirn. Dicker. Skorpion? Woher hast du diese Nummer? Oh nein. Aber ich muss ganz ehrlich dazu sagen. Hilft kurz. Das war. Aber für ein dauerhaftes Gegengift brauche ich ein Antitoxin. Eine von Harrys Forschungsstation entwickelt ein synthetisches Atropin. Ich muss schnell dorthin. Riesige Skorpionstacheln. Traumhaft. Hey, warum? Danke, Gehirn. Skorpion? Woher hast du diese Nummer? Völlig
Vielleicht ist es nur ein Schleier deines sterbenden Hirns. Echt oder nicht? Wenn ich das Gift los bin, bist du dran, Mac! Große Worte vom kleinen Insekt. Viel Spaß mit dem rosa Elefanten. Was? Rosa Elefanten habe ich hier nicht. Das ist die Forschungsstation. Ich brauche das Atropin. Ich muss in die Station. Das Atropin ist da. Und umgefallen. War es so voraussehbar? Vorhersehbar. Das Atropin ist weg. Warum? Schon wieder. Shit. Noch mehr Schuldgefühle. Du kommst zu spät, wie du auch mir zu spät geholfen hast. Das sind nicht Sie, Doc! Ah, aber das bin ich. Das ich, das die Gesellschaft als unbequem empfand. Das, was ich unterdrückt habe. Und auch dank dir bin ich jetzt frei. Toll. Tut mir leid. Ich werde Ihnen helfen. Versprochen. Mach dir nichts vor. Du hilfst nie jemanden. Das Gift ist nicht in dir. Du bist das Gift. Alle um dich herum leiden. Ey, warum bist du denn jetzt so? Warum stürze ich denn jetzt hier ab? Was ist hier los? Hallo, ich hab doch gedrückt hier R2, L2, R... Alle R's und alle L's. Laufen Sie nicht weg! Ich versuch's! Ich will nichts von dir! Ach so, okay. Du bist ein Versager. Leben, Liebe, Karriere. Du bringst nur Schmerz! Ey. Hören Sie auf! Nicht mal. Ich gebe Sie nicht auf! Bitte reden Sie mit mir! Ich kann helfen! Damit Sie mich wie die anderen behandeln, mich fesseln, mich ersticken? Nein! Ich will strahlen wie meine Genialität! Ich hab Sie gesehen. Mit den Notizen. Sie stahlen Ideen, haben mich verraten. Und Sie habe ich Freund genannt. Wir sind Freunde, Bruder. Ich bin Ihr Freund, Otto, bitte! Ich hab sie immer unterstützt und mach das auch weiter. Unterstützt, indem sie meine Ideen an Norman verkauften, meine Arbeit sabotierten. Hä? Ich habe alles gesehen. Ich habe alles gewusst. Bitte, Doc, bitte! Ich setzte große Hoffnungen in sie, Peter. So hohe Ambitionen. Ich sah sie als großen Wissenschaftler. Aber der Wille fehlte. Immer zerstreut, immer zu spät. Okay, der Wille zu spät kann schon sein. Ich wollte da sein, aber... Aber was, hä? Ausflüchte, immer Ausflüchte. Ich hatte keinen Forschungsassistenten, nur einen faulen Schmarotzer. Ein Kind, das erwachsen gespielt hat. Nein, das stimmt nicht. Nein! Wenn Sie da gewesen wären, als die Fachkommission kam, beim Probelauf, bei den endlosen Anproben, wären Sie jemals da gewesen, hätte ich vielleicht nicht handeln müssen. Bitte, Doc! Es bleibt noch Zeit umzukehren, noch Zeit zu heilen! Und wozu das? Um zurück ins Labor zu kriechen, um mit meinem inkompetenten Assistenten zu spielen? Nein! Meine große Zeit ist gekommen. Sie halten mich nicht wieder auf. Weg da, Parker! Sie sabotieren mich nicht nochmal! Also theoretisch, da ist das Atropin. Es ist ja nicht so schlimm, war der nicht Quatsch gerade. Ich weiß ja nicht, wo ich darauf persönlich reagiere, weil im Endeffekt ist der Peter Parker sein Kopf und er macht ja sich quasi nur selbst Schuldgefühl. Nur noch das Gegengift mischen. Ja. Geht wohl wieder zurück ins Labor. Ja. Und fast geheilt.
Sorry wegen der Pläne und hey, so. Hey, Alter, ich bin ja... Oh, Spinne, keine Sorge. Es kommen noch mehr Überraschungen. Echt? Wir werden uns schon sehr bald wiedersehen. Geil. Ja, ja, klar. Das ist so dumm. Okay, Gift schlecht. Ich weiß gar nicht, warum hätte man wissen können. Ich weiß gar nicht, warum ich davon eigentlich instant gestorben bin, Alter. Jo, ihr müsst ab, oder was? Dicker, hier ist... Oh, jetzt bin ich direkt safe fight. Ich habe das Atropin. Jetzt nur noch das Gegengift mischen. Jetzt zurück ins Labor. Na, noch da. Und fast geheilt. Sorry wegen der Pläne und so. Oh, Spinne, keine Sorge. Es kommen noch viele Überraschungen. Wir werden uns schon sehr bald wiedersehen. Oh, geil. Ja, klar. Hi. Ja, es bin ich getroffen, wa? Schlaf wieder. Tschüss. Bam. Was denn? Digga, es geht ja ab hier mit dir. Ich habe es geschafft. Aber mir geht die Zeit aus. Ich muss das Gegengift mischen. Mischen. Endlich. Das echte Labor. Hoffen wir zumindest. Oh nein. Ich denke nicht. Du bist jetzt in meinem Reich. Du bist wie Osborn. Du willst mein Genie stehlen. Alles, was jetzt passiert, ist deine Schuld. Meinst du, ich vergesse dich? Scorpion, bist du echt? Halt still, dann weißt du's. Warum, Alter? Meinst du, ich vergesse dich? Scorpion, das ist meine Chance. Noch eine Halluzination. Aha. Zumindest mit imaginärem Glaskinn. Hi. Das wird nicht einfach. Doch, wird. Jetzt weiß ich, dass du mich nur ablenken willst. Alter, irgendwie versagt gerade überall. Einer weniger. Ich weiß ja nicht, warum. Okay, gerade. Ohne dich wäre diese Welt besser dann. Oh, das schwachst du. Sehr schön. Nur noch ein paar. Okay, jetzt bin ich hier drin. Merke richtig. Noch einer weniger. Alter, ja, war geil. Nice, der Move. Was? Hast du gedacht, wa? Ja, nicht mit mir, oder? Noch einer? Der Mann. Okay. Ich hoffe, das war's jetzt. Ich kann kaum noch stehen. Doch, die Zentrifuge, die ich brauche. Die Zentrifuge, die ich brauche. Okay. Ah, nice. Endlich. Ich spüre, wie die Zeit wegläuft. Wo ist mein Anzug? Das war wohl etwas zu viel, die Kontaminierung. Alter, jetzt pass auf. Ich zieh mir lieber was an. Ach, schade. Viel besser. Ich leg dann mal los und vergesse, dass das hier passiert ist. Aber vorerst können wir hier noch ein bisschen was machen. Hat ein bisschen was von dieser Albtraumsequenz von Batman, ne? Oh, ist noch gar nicht frei. Falls ihr euch daran erinnert, mit